Dritter Teil. Becoming the Wounded Leg of Diane Kruger. Im Trailer nebenan brennt Licht. Es ist der Trailer, der dem Set am nächsten ist. Er wird von Brad Pitt bewohnt. Vier Bodyguards sitzen davor und lesen BZ. Den Namen von Mr. Fight Club werde ich weder an diesem noch in den nächsten Drehtagen jemals irgendwo geschrieben sehen. Nicht an seinem Trailer und in keinem Callsheet, auf dem alle am Dreh Beteiligten aufgeführt sind. Über mich ist dort zu lesen mein Name, daneben Bridget Leg Double und dann steht da noch Leg requires 30 minutes. Das Bein braucht 30 Minuten. Erst jetzt erfahre ich von dem Casting Girl von einer Schusswunde, die mir das Make-up for Special Effects machen wird. Mittags bin ich mit den Spezialeffekten verabredet. Ich trage inzwischen einen knielangen Rock, aus dem der Saum rausguckt. Das soll wohl so. Mein Casting Girl stellt mich vor. This is Steffi, she's the leg. Drei übergewichtige Männer Ende 40 basteln Scalps, föhnen Körperteile aus Plastik und räumen Köpfe in Einbauküchenschränke. Auf einem Rechner läuft Seinfeld. Spezialeffekt Andy bittet mich, meinen Fuß auf seinem Oberschenkel abzustellen. Er holt eine Kamera raus und zeigt mir auf dem Display, wie mein linker Unterschenkel gleich aussehen soll. Nein, denke ich, wieso denn das linke Bein? Scheiße, wieso ausgerechnet das Bein mit der 7 cm langen Narbe vom Fahrradunfall? Ich habe eine Narbe, die geht von hier bis hier. Das ist jetzt keine Übertreibung, das ist ungefähr so, ja, 7 cm. So, und die Schusswunde... Die Schusswunde, die ich geschminkt kriege, ist genau hier. So. Also das war jetzt der Teil der Bildersimulation. Jetzt weiter im Text. Spezialeffekt Andy versichert mir, später am Set werde noch viel mehr Blut auf meinem Bein zu sehen sein und umpinselt meine Narbe größter Gelassenheit mit schwarzen Linien. Wenn er gleich mit mir fertig ist, werden Blood Tone und Old Blood in seinem Malkasten alle sein. Während des Make-ups hat mein Casting-Girl Zeit, mir die zu dubelnde Szene zu schildern. Sie ist währenddessen ganz aufgeregt und sagt, Steffi, ich habe heute noch keine einzige Szene gesehen, aber wenn deine gedreht wird, bin ich dabei. Kurze Randnotiz, das ist eine sehr aufwendige Szene gewesen mit 8 Schauspielern und 4 lebenden Hunden. Und die wurde an 3 Drehtagen gedreht, immer bevor meine Szene angesetzt war. Von dieser Szene ist exakt nichts übrig geblieben. Nichts. Zwischendurch, wir sind immer noch beim Make-up, zwischendurch kommt der Boss vom Make-up for Special Effects vorbei und guckt auf mein Knie. Er sagt, your knee looks a little bit different than Diane's. Ich erwarte nun auf der Stelle gefeuert zu werden. Aber Spezialeffekt Andy meint cool, we'll put more blood all over so no one sees the difference. The more blood the better, you know, that's Quentin. Teil 4 von Händen und Beinen. Frisch geschminkt treffe ich auf dem Weg zu meinem Trailer eine Frau von der Security. Sie ist außer sich vor Begeisterung, als sie mich sieht. Sie hat schon die Information schlecht verdaut, dass es auf der Welt Beindoubles gibt. Im Beisein meines Casting-Girls holt sie nun ihr Handy raus und fotografiert meine Schusswunde. Am gleichen Abend wird sie deswegen gefeuert. Das Handdouble, dem ich nun vorgestellt werde, ist ein älterer, freundlicher Herr, der im echten Leben Zahnarzt ist. Er heißt Korjan. Ich werde ihm als Beindouble für die Spritzenszene vorgestellt. Er nennt mich armes Mädchen. Wenn sogar schon der ausführende Arzt Mitleid mit mir hat, ist meine Situation ernster als gedacht. Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Er versucht mir meine Angst zu nehmen und preist seine Spritzenkünste an, was ich zwar ungläubig, aber gerührt zur Kenntnis nehme. Ein kleiner Vorgriff sei mir noch an dieser Stelle gestattet, die im Film verabreichte Spritze in den Oberschenkel hat tatsächlich kein bisschen wehgetan. Als ich letztes Jahr Zahnschmerzen hatte, lange nach unserem letzten Drehtag, suchte ich seine Zahnarztpraxis auf, weil die Praxis meiner sonstigen Zahnärztin geschlossen war. Wieder gab er mir eine nicht schmerzende Injektion, diesmal in den Oberkiefer. Und ich erwähne das jetzt mal nur am Rande, weil ich das für einen ziemlich charmanten Wellenschlag der Realität halte, wenn die Hand dem Bein die Zähne behandelt. Teil 5. 5 Drehtage in 6 Wochen für 4 Sekunden. Von Mitte Oktober bis Ende November 2008 werden das Handdouble und ich 5-mal zum Set bestellt. 2-mal sagt man uns kurz vorher wieder ab. Die 3 vollen Drehtage verbringen wir mit Warten. Meistens reden wir, essen, machen Nickerchen im Trailer und ich twitter per SMS.
Zum Essen und Kaffee holen laufe ich bluttriefend und fußfrierend über das blickdicht verriegelte Studiogelände. Wegen der Anwesenheit von Brad Pitt gilt nämlich die höchste Sicherheitsstufe. Es ist -3 Grad und mein linker Fuß ist mit nichts außer einem Flipflop bekleidet. Ich kann das jetzt leider nicht beweisen, aber wenn ihr auf meinen Blog geht, werdet ihr Fotos von mir sehen, wo ich wirklich eine ganz dicke Winterjacke trage, einen knielangen Rock und dann nichts. Flipflops. Und es ist wirklich ungelogen -3 Grad gewesen. Immerhin wird mein Bein, das ja sehr aufregend geschminkt ist inzwischen mit einer Schusswunde, immerhin wird mein Bein allseits mit großem Hallo begrüßt. Ein Schauspieler fragt mich, was ich hier mache. Ich sage, I'm the wounded leg of Diane Kruger. I'm doubling her in the injection scene. Er fragt mich, ob ich mit Schmerz gut zurechtkomme. Naja, sage ich, I will survive. Er ermutigt mich nur mittelgut mit dem Hinweis, die Leute in den 40ern hätten die dicken Glasspritzen auch überstanden. Dann werde ich das ja wohl auch. Später google ich ihn. Es ist Eli Roth, Regisseur des Horrorfilms Hostel. Zum Mittagessen ist das Catering-Zelt voll besetzt. Ich weiß nicht so recht, ob ich mich über das Aufsehen freuen soll, das ich mit meinem Bein verursache. Schauspieler, Roadies, Kameraleute, Sanitäter, alle schauen mich amüsiert und geschockt zu gleichen Teilen an. Tarantino sieht mich von Weitem, er ist hoch erfreut und lächelt mich und meine Schusswunde an. Ich esse mit meinem Casting-Girl, ihren Kollegen und der Hand. Wie viele Leute sich auf meine Stelle beworben haben, will ich von ihr wissen. Wir haben uns überlegt, wer keine Angst vor Schmerzen hat. Da ist uns nur der BDSM eingefallen. Und du warst dann eine von zwei Frauen, die sich gemeldet haben. Ihr Kollege fragt, was BDSM heißt. Sie sagt, sie weiß es gerade nicht. Also äußere ich meine Vermutung, das ist sowas wie der Bund der deutschen Sadomasochisten. 5 entrückte Augenpaare hängen über ihrem Essen. Ich setze nach, ich komme aber nicht daher, ich komme von Twitter. Ende November, Blut über Blut, 6. Kapitel. Freitagabend um 8 bin ich rechtzeitig zum Nachtdreh im Filmstudio Potsdam-Babelsberg. Das Handtuch, Korjan und ich tragen unser Essen ins Catering-Zelt. Wir treffen auf alte Bekannte, sofern man nach der Grüßfrequenz geht. Es geht hier verbindlich zu und sehr freundlich. Casting und Ambulanz, ein paar Schauspieler und Kameraleute essen. Die meisten scheinen noch am Set zu sein. Christoph Walz zieht mit einem Tablett an unserem Tisch vorbei. Noch habe ich nicht die geringste Ahnung, dass er die coole Sau von Inglourious Basterds sein wird. Im Trailer lackiere ich mir wieder die Fußnägel. Es steht nämlich nach wie vor nicht fest, wo ich gespritzt werde. Möglicherweise sind die Füße sichtbar. Für diesen Fall soll ich den gleichen Nagellack auf meinen Fußnägeln tragen wie Diane Kruger. Um 3 Uhr morgens werde ich sehr ungeduldig. Der Drehtag soll in 3 Stunden enden. Wenn das Handdubel und ich nicht in den nächsten 2 Stunden gerufen werden, sind wir wieder vergebens angereist. Wir geben unsere Handys vor dem Stahltor vom Stage 8 ab, gehen in die Halle und laufen als erstes Brad Pitt über den Weg.